Hi, hier ist Mr. Pussy Baby und ich wollte euch hier endlich mal das viel erwartete Video über Qigong zeigen. Qigong ist ja eine asiatische Lehre darüber, wie man die Energien im Körper durch die Meridiane wieder fließen lässt. Und dieses Qigong, diese Übung besteht aus 5 Teilen. Das sind sozusagen die 5 Elemente, aus denen wir nach der asiatischen oder Lehre aus dem Osten eben besteht. Das ist einmal das Wasser, wir bestehen zu 70% aus Wasser, dann das Holz, wir essen ja Pflanzen, sollte man jedenfalls, und Pflanzen enthalten ja gewissermaßen wie Holz. Dann das Feuer, also viele unserer Elemente, die in uns sind, sind ja in Sternen entstanden. Sterne, Feuer, nachvollziehbar. Feuer, Asche, daraus entwickelt, und die Asche, wenn verbrennt irgendwo was, Asche verweht, im Boden drinne, gibt Nährstoffe für die Pflanzen, essen wir wieder. Asche und Metall. So, diese 5 Elemente werden eben durch verschiedene Übungen symbolisiert und die bringen den Körper wieder in Fluss. Also ich habe das wirklich schon oft gehabt. Ich bin so weit runtergekommen, weil ich was mit dem Rücken hatte, und Qigong hat mir nach 2 Wochen wieder gegeben, dass ich wieder mich richtig so bewegen kann. Also, ich fange an mit der ersten Übung. Das ist das Wasser. Wir stellen uns also vor, wir stehen in einem Fluss oder Bach oder See wie hier, und beim Runtergehen, wenn wir das Wasser rausschöpfen wollen, atmen wir ein, und beim Hochgehen atmen wir aus. Also einatmen, Wasser schöpfen, ausatmen. Nochmal zusammen. So, dann haben wir dieses Wasser hier in der Handschale und stellen uns vor, dass diese Hand geht dann in die Hände gegenüber in einen Samenkorn, aus dem erwächst ein Baum. Und dann wieder beim Hochgehen, also wenn der Baum aus das Bäumchen aus der Erde sprießt, atmen wir wieder ein und ausatmen. Und das ist dann bei mir auch so, wenn ich mir dann vorstelle, ich stelle mir vor, das Samenkorn geht aus der Erde, wächst der Baum, dann müssen wir die ganze Zeit einatmen, und dann, wenn ich oben bin, dann stelle ich mir vor, steht den ganzen Urwald um mich und bin eben ein Teil dieser Baumwesen. So, wenn wir dann das Feuer haben, dann kommt die Asche. Das ist halt eine Übung, die ist schwer. Der eine Teil ist unten auf den Füßen. Wenn ich also dann, ich hebe meine linke Fußspitze hoch, drehe mich rum und setze wieder ab, während rechts alles unten bleibt. Und das ist nachher zur anderen Seite das gleiche. Also die Fußspitze heben und absetzen. Das ist unten der Fuß. Oben ist es dann so, das ist halt eine Übung, die könnt ihr bloß jetzt einfach mal angucken und dann lernen. Also man geht so rüber, stellt sich so hin und dann geht man nach vorne mit den Armen und dann hat man hier so ein Dreieck. Das ist das Feuerzeichen. Und wenn man hier so rüber kommt, dann atmen wir nun ein. Dann bleibt man eine Weile oder atmet vielleicht noch ein, und beim Ausatmen geht man dann so zurück. Hier hat man ausgeatmet und dann atmet man hier, wenn man zur anderen Seite geht, wieder aus. Das ist dann wieder das Feuerzeichen. Dann atmet man wieder ein und dann kommt die Asche. Die atmet dann aus. Ich mache das nachher nochmal in der ganzen Übung, das ist vielleicht besser, weil ich habe, glaube ich, gesagt, also wenn man hier rüber geht, atmet man ein. Wenn man zurückkommt, atmet man aus. Und hier neu einatmen. Das war falsch, also in der Atmung. So, also Asche war dann. Und hier schüttelt man sich richtig aus, atmet noch mehr aus, als man es sonst tut. Und dann kommt man wieder hoch und dann kommt das 5. Element, das Metall. Hier geht dann, wir stellen uns also vor in einem Schrank, und oben steht eine Metallvase, die man dann runternimmt. Dabei geht, wenn wir uns nach links vorne hochbeugen, geht der rechte Hacken nach oben, und wenn wir zur anderen Seite das machen, geht der linke Hacken nach oben. Ja? Also das kann ich so in der Übung schwer jetzt, wenn man das nicht einzeln zeigt, zu übermitteln. So, also wir sind jetzt hier angekommen, haben die Asche gemacht, lehnen uns also nach vorne, nehmen die Metallvase, atmen dabei ein, und beim Ausatmen stellen wir sie ab. Und dann kommt die andere Seite, also Fuß geht hoch, wir atmen halt ein,
wenn wir dann die Nase hier rüber nehmen und atmen sie aus. Ich versuche jetzt mal die ganze Übung zu machen. Ich versuche vielleicht nochmal Hinweise zu geben und dann mache ich die Übung nochmal ohne Hinweise. Insgesamt werden diese 5 Übungen 8-mal gemacht. Das ist einfach die Zahl, die dazu nötig ist, um Heilung eben zu erreichen. Man kann es aber mehrmals am Tag machen. Also 2, 3, 4 Mal ist kein Problem. Aber 8-mal hintereinander, sonst ist es zu wenig. Und es bringt nichts, es häufiger als 8-mal zu machen. So, also runtergehen, einatmen, Wasser schöpfen, ausatmen. Dann das Samenkorn, wächst der Baum, wir atmen ein. Und wenn wir dann oben, ich mache dann also die Augen zu, stelle mir vor, wie ich in dem Wald stehe und ein Teil des Waldes bin, atmen wir aus. Dann geht es hier so rum, Fuß wird vorne gehoben, der linke. Wichtig ist jetzt auch nochmal hier, das hintere Bein ist durchgeknickt und das andere ist halt so. So atmen wir wieder ein, gehen rüber, atmen wieder ein. Also im Prinzip ist jede Übung, wenn ich nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gehe, immer einmal ein- und ausatmen. Hierbei auch immer schön strecken, also der linke, in dem Fall, Hacken ist ja oben, man streckt sich und dann wieder nach unten und stellt es ab. So, und jetzt versuche ich nochmal einmal durch und versuche, spreche nicht mehr dabei und atme bloß. Ich hoffe, der Wind spielt mit, dass die Atmung gut zu hören ist. Mit Gefühl, also einfach nicht dem auch hingeben und dann klappt das schon. Viel Spaß!